Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, es geht wieder weiter. Ich musste jetzt, weil ich letztens nicht gespeichert hatte, die 2 Gigas nochmal in ihren Gehege reinpacken. Aber ja, das kann man ja einfach per Airlift machen, ne? So, und was haben wir in dieser Folge vor? Ihr kennt ja unsere letzte Mission, und zwar haben wir alles erledigt, außer verbessere das Genom von Tyrannosaurus Rex. So, Fossilien sind abgeschlossen, das bedeutet, dass wir jetzt hier reingehen können und diese allerletzte DNA von den T-Rex erstmal extrahieren und dann sehen wir den einzig wahren Indominus Rex. Ich hoffe es, aber ich glaube, das wird ein Ticken schwieriger, als ich gedacht habe. Mal gucken. Oh. Ja, ja. Schön. Schöne Dinos, ey. Aber dass die Gigas wirklich hier im zweiten Teil so viel besser ausschauen als wie im ersten Teil, freut mich. Und vielleicht können wir das dann sogar wagen, weil er könnte gegen den Indominus Rex kämpfen. Denn sein Gehege wird genau hier sein. Das wird, ja, sein Gehege sein. Ich hoffe, es reicht auch. Ach, Gallis sind immer noch drin? So, ich dachte, es wären alle tot. Wegen Altersschwäche und so weiter. Ihr kennt's ja. So, die letzte Mission ist fertig und erforsche den Indominus Rex. Okay, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich... Oh, hier, warte mal. Kreuzung? Ah, okay. Das müssen wir erstmal machen. Unzureichende Fähigkeit. Okay, wir brauchen dieses Labor und dieses Rad. Okay, nee, nur das Labor. Ah, guck mal. Funktioniert doch. Wir dürfen sogar, so wie ich jetzt gerade gelesen habe, 4 Stück einsetzen. Seit wann darf man denn das? 2 Millionen? Boah, guckt euch mal das Bild an. Schalte das Indominus Rex Genom frei. 2 Millionen? Wenn er ja 2 Millionen jetzt schon hier in der Forschung kostet, wie viel kostet der dann wirklich? So, jetzt müssen wir irgendwie unser Geld nach oben bringen, aber ich denke mal, das kriegen wir mit den... Ist du? Oder legst du dich jetzt hier gerade nur hin? Ja? Hm. Okay, hat sich wohl nur hingelegt. Ja, die Sonne geht schon komplett unter. Die Forschung läuft und läuft und läuft. Yo! Aber wir haben noch nicht. Ach, und ihr habt mir geraten, nicht so oft die Zeit vorzuspulen. Aber meistens brauche ich das halt. Klar, vergesse ich es manchmal, aber ich passe schon auf. Dankeschön. Und wir sind fertig. So, die Forschung haben wir schon mal. Es gab eine Zeit, in der die Leute unsere Arbeit als Wahnsinn betrachteten. Ich weiß. Sie sagten, es sei unmöglich. Und doch leben sie jetzt in einer Welt mit Sauriern. Richtig. Kreuzungen sind die nächste Stufe dieser Evolution. Der Indominus Rex wird allen, die folgen, den Weg ebnen. Das stimmt. Der Indominus Rex ist halt was Besonderes. Neues, vollständiges Genom. Indominus Rex. Den werden wir jetzt herstellen. Ja, und jetzt müssen wir ihn ausbrüten. Aber das kriegen wir ja easy hin. Wir brauchen nur Geld. Na, wer geht denn da auf die Jagd? Ich glaube, der geht jagen, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber man sieht halt nichts. Ja, guck mal. Ach, wie süß. Schnapp dir. Warte mal, hat er ihn umgerannt? Wie klein das Schaf war. Gegen seinen Kopf. Okay. Ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Geld und dann kann es losgehen. Aber wir können ja schon mal schauen, wie teuer er jetzt wirklich ist. Okay, wo befindet er sich? Das ist hier jetzt die Frage. Ich bin so dumm. Also, was wir machen müssen, ist einfach hier. Wir brauchen ihn gar nicht durchsuchen. Wir haben ihn schon. Und das ist der Indominus Rex. Ich würde sagen, die Farbe behalten wir. Und ja, wollen wir doch mal versuchen und gucken, was dabei rauskommt. Und der Indominus Rex kann ausgebrütet werden. Beziehungsweise erst nur das Ei. Okay, Bedrohung, mal keine anderen Spezies, bedroht alle. Ist klar, es ist der Indominus Rex. Problem ist halt 2,5 Millionen. Das bedeutet zurücklehnen und wir abwarten. Okay, wir haben jetzt 2,8 Millionen. Das bedeutet, wir können ihn auswählen. Ja, alles bleibt so, wie es ist. 2,5 Millionen, ey. Dass es so viel Geld kostet. Ja, hätte ich nicht gedacht. Und wir können nur 3 Stück auswählen. Wir brauchen 9 Angestellten. Das ist auch ein bisschen doof. Ich brauche jetzt jemanden, der viel, viel mehr kann. Aber es gibt niemanden. Miss. Das ist ein Giga, ne? Gut. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ja? Ist kein Spielzeug. Komisch, der Giga macht nichts. Na gut, dann hast du Pech gehabt? Du hast jetzt ein paar Sekunden deinen Freigang gehabt?
Tja, Kollege, entweder du isst jetzt ein Mensch oder du darfst nicht mehr. Gut, er chillt sich jetzt hier einfach hin. Pech gehabt. Ist der zweite hier... Okay, der zweite ist hier drin. Tja, Pech gehabt. War es wohl zu langsam. Gute Nacht. Du kommst da rein. Sorry. Und wer hat den Kampf wieder begonnen? Zwei Raptoren wieder. Ach, ist das nicht schön. Ist das nicht schön. Alle Dinosaurier drehen durch. Sie drehen einfach komplett am Rad. Ich müsste den Indominus Rex hier eigentlich reinpacken. Damit die endlich mal hören können. Ach, Mann, ey. Oh nein, es sind mehrere draußen. Okay, Kollege. Aber, nee. Bam. Eine Sache ist auf jeden Fall gut. Wir kriegen locker die 5 Sterne zusammen. Locker. Oh, ich glaube, wir können es diesmal machen. Diesmal ist es nicht rot. Aber, habe ich denn genug Punkte? Ach, wir brauchen nur 15. Ja, dann let's go. Ich habe die ganze Zeit gewartet, weil ich dachte, wir brauchen 24 Punkte. Na, egal. So, Freunde, dann wollen wir doch mal Saurier freilassen. Der Indominus Rex ist draußen. Okay. Warte mal, was ist das für eine Farbe? Ich wollte eine andere. Aber er sieht geil aus. Er hat sich getarnt bestimmt. No way, das haben sie mit eingebaut? Okay, er sieht geil aus. Sieh dir das an. Ja, sehe ich. Wunderschön. Ja, das ist er. Oh mein Gott. Okay, das ist also der neue Indominus Rex. Seine Schnauze ist auf jeden Fall kleiner geworden, ne? Aber er sieht verdammt nice aus, ey. Eieiei. Ich habe halt den noch vom ersten Teil im Kopf und der hatte halt, glaube ich, diese ganzen Schuppen. Oder die ganzen Details hatte er nicht. Klar, das hier oben, was man kennt, ja, aber den Rest hier? Ja, da ist er. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Okay. Dr. Boo, was willst du? Ich habe die Eigenschaften verschiedener Spezies genommen und sie optimiert. Hä? Nun leben und atmen sie als Indominus Rex. Okay, gut zu wissen. Man kann sich nur vorstellen, wie dieses Tier vor Millionen von Jahren gelebt hätte. Ja gut, ihn gab es aber nicht. Genetik kombiniert mit moderner wissenschaftlicher Technik. Oh ja. Wie nur wir das können. Krankheit ausgebrochen. Och, jedes Mal dasselbe. Ich krieg die Krise. Ah, hier ist wohl irgendwas. Was ist das hier? Ach, infizierte Wunde. Ach komm, leck einfach dran und dann klappt das schon irgendwie. Ach so, er ist verletzt und hat sogar noch einen großen Bruch. Natürlich. Hey. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Ja, I don't know. Wir wollen mehr Gäste anlocken. Ja, cool. Pass auf. Da muss der jetzt erstmal in sein Gehege rein. Jetzt habe ich meinen Teil getan. Und Sie können an die Arbeit gehen, Partner. Warte mal. Was macht der gerade? Hat der macht was anderes? Parkbewertung ist wohl ein guter und? Erster Schritt. Die Leute glauben, die Wissenschaft hätte was die tut er? Erschaffen. Ich habe jetzt gerade etwas Besonderes vor. Geld und zwar. Hat sie erschaffen. Ich glaube, das tut er gleich Geld. Von allein. Oh. Er sieht so gut aus, aber man sieht halt wirklich, dass der Indoraptor auch was von ihm hat. Man sieht es einfach. Er sieht aber zu. Alleine schon seine Augen. Alter Schwede. Ja. Oh no. Ich mag ihn, ey. Ich mag ihn. Und das Gute ist, sein Komfort geht immer weiter runter. Das bedeutet, er macht jetzt schön gleich das Tor auf, beziehungsweise den Zaun und begrüßt mal die ganzen Menschen. Oh, shit. Schnapp sie dir. Hol sie dir. Warte, aber ich will es sehen. Eigentlich sollte man sich ja nicht darüber freuen, ne? Weil diese Lady wird jetzt leider ihren Tod begegnen. Hä? Nicht dein Ernst. Kollege, bist du kaputt im Kopf oder was? Oh Gott, das Paar tut mir leid. Oh mein Gott. Du bist ab heute Single. ich weiß nicht. Der Indominus Rex hat was. Aber was mich jetzt, was ich mich jetzt frage, wenn er jetzt in den Wald reingeht, färbt er dann auch sozusagen seine Farbe? Warte mal, du isst sofort gleich den nächsten? Auch noch den Postboten oder wer das ist? Okay, hat er nur totgelaufen. Also alles halb so wild. Wie läufst du denn? Oh, wisst ihr, was jetzt cool wäre? Hier ist doch der Moser. Falls es davon Easter Egg gibt, schreibt mal in die Kommentare. Gibt es davon Easter Egg?
Sonst würde ich jetzt irgendwie... Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob es funktioniert. Kann ich hier einen Teil wegmachen? Nee. Schade. Das muss doch irgendwie funktionieren. Das müssen sie mit eingebaut haben. Ja gut, aber was wir jetzt natürlich machen, ist laden. Sehr schön. Also, der Indominus Rex ist jetzt in sein Gehege drin. Aber ich sehe schon, Wasser fehlt, Beute fehlt. Ah, stimmt, Beute. Oh, ganz vergessen, er ist jetzt ein Pflanzenfressergehege. Ups, sorry. Ja gut, das sind jetzt unsere Missionen. 1500 Gäste haben wir easy geschafft. 3 Millionen haben wir auch easy geschafft. Ich denke mal, 5 Sterne kriegen wir auch easy. Und dann heißt es nur noch, die Gesamtanzahl der Dinosaurier 7 von 12 halt zu machen. Das sollte ja auch easy sein. Wir können ja sogar noch einen Dinosaurier hier reinstecken. Oh, warte, das will ich doch angucken. Yo, er ist aber auch eine Bestie. Und ich möchte so gern die Figur bzw. die Statue von ihm haben. Kostet ca. 1000 Euro und... Oh, die sieht so gut aus, ey. Die sieht einfach... Ich muss sie irgendwann haben. Ja gut, aber wir haben ihn jetzt. Wir holen noch andere Dinosaurier her, damit es halt, ne, bisschen Action gibt und dann mal gucken. Ey, Indominus Rex! Es sieht so geil aus. Es sieht einfach so nice aus. Hey! Kannst du mich bitte angreifen? Also ich würde es mir gerne wünschen. Indominus Rex ist eine Verschmelzung der furchterregendsten, gierigsten und gefährlichsten Raubtiere, die je auf der Erde lebten. Ja, der Indominus. Ein spektakulärer Hybrid, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Okay. Interessant, der Indominus Rex. Komisch, das wird er wirklich so genannt? Weil ich nenne ihn ja meistens Indominus Rex. Aber Indominus? Ich weiß ja nicht. Da, die Gäste wollen noch was sehen hier. Hi! Indominus Rex! Bitte mach ein Easter Egg, bitte. Bitte beiß in die Kugel rein. Bitte, 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 bitte. Ey, das müssen sie eingebaut haben. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Bitte. Bitte beiß wenigstens in die Gyrosphäre rein. Hey! Bitte, come on. Bitte, bitte, lass mich nicht hier. Hallo? Ach, schade. So, vielleicht? Hallo? Auch nicht. Aber egal, ich finde die nice. So, dann holen wir doch mal ganz schnell mehrere Dinosaurier hierher. Stimmt, was ich vorher noch nie ausprobiert habe. Man kann ja hier noch ein paar Sachen ändern. Aha. Okay, cool. Ach, sogar das kann man machen. Oh, das hat mir gefallen. Jo. Tische und Stühle, Pflanzen. Ja, ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sieht schick aus. Muss man wirklich... Konnte man das vorher auch machen? Ich weiß es gar nicht. Das hat was. Nehmen wir das hier. Okay, und das kann man, glaube ich, mit jedes einzelne Gebäude machen, wa? Wieso stirbt der Indominus Rex? Ja, der darf mir jetzt nicht sterben hier. Das wäre schlimm. Schießen wir da ab. Telefon verschluckt? Ach nee, nicht du schon wieder, ey. Ey, er hat aber seine Farbe gewechselt. Seht ihr das? Aber hört mal. Der hat wirklich ein Telefon verschluckt. Ja gut, das bedeutet, du gehst erstmal auf die Krankenstation, mein kleiner Freund. Hallo! Das Telefon muss raus. Oh, er liegt aber sehr, sehr gut da. Ja, dann gute Besserung. Jetzt heißt es nur noch, wie gesagt, die ganze Zeit warten, damit wir halt mehr Geld haben. Wegen Ausbrüten und so weiter. Okay, pass auf, dann holen wir uns schon mal ein Kanu raus. Damit wir die schon mal haben. Okay, die Kanus sind auch zufrieden. Ja, denen geht's gut. Und sogar 3 Stück haben wir. Sollte passen. Jetzt bedeutet es aber ein bisschen, das Geld wieder weiter hochzubringen, damit wir mehr machen können. So, als nächstes haben wir jetzt hier die Kompis. Da packen wir, glaube ich, 8 Stück oder so waren das. Weil wir müssen halt die Zahl hier ein bisschen nach oben bringen. 9 von 12. Ich glaube, den Alu haben wir jetzt noch drin. Den kann ich jetzt noch nicht freilassen. Und wieder ein Totendino. Und noch ein Totendinosaurier. Oh, jetzt fangen langsam an, die Raptoren zu sterben. Ah, es ist immer so ein Rennen gegen die Zeit. Das ist halt immer so... Ich sag mal, ich habe ja Planet Zoo letztens aufgenommen. Es ist sehr entspannt. Aber du musst immer... Ah, der stirbt, die kämpfen, Bruch wieder, dies, das und jenes. Das ist ein bisschen so... Also, ich frage mich jedes Mal... Wer... Hat das gemacht, dass sie so schlecht schießen? Der Kollege liegt gerade. Er liegt einfach nur. Er pennt.
brech einfach ab und betäub ihn nochmal. Eieiei, und jetzt kommt ein Tornado. Ach, ich freue mich doch. Oh my God. Das bedeutet jetzt, wir gehen rein in den Minus. Aber sowas von. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir brauchen Kraftwerke. Ach, zur Kacke. Er weht einmal komplett rüber. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse? Gut. Ich hasse es wirklich. Ja, Mist. Eieieiei. Okay, das wird mir eine Menge Geld kosten. Und wir sind im Minus. Oh, ich habe gleich 5 Sterne. Oh, obwohl ein Raptor gerade gestorben ist. Ey, dann kriegen wir das jetzt gleich hin. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Raptoren. Kann ich jetzt per Airlift da hinschicken? Ey, dann haben wir es gleich. Ey, weh, es kommt jetzt ein Kacksturm. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch beziehungsweise 2 Dinos. Ey, 5 Sterne erreicht, sehr schön. Jetzt bedeutet das noch 2 Dinosaurier und unser Vermögen ein bisschen erhöhen. So, der Alu ist jetzt auch wieder da. Aber den haben wir schon öfters gesehen. Ich glaube jetzt zum 3. oder 4. Mal. Also nichts Besonderes. Ja, Problem ist jetzt halt... Was? Ich hatte doch gerade 5... Oh, komisch, bei der anderen Mission war doch, wenn man es einmal erreicht hat, dann hat man es erreicht. Ey, ich nehme jetzt schon 3 Stunden auf. Knapp. Und ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber wir haben es gleich geschafft. Sobald wir diese 3 Millionen erreicht haben, werde ich einfach den Rex hier reinstecken. Und vielleicht haben wir es dann geschafft. Mal gucken. Oh, warte mal. Wir haben die 3 Millionen erreicht. Das bedeutet, dass... Oh, Rex ist jetzt auch fertig. Warte mal, ich brauche ihn eigentlich nur freilassen. Dann komm heraus. Mission ist fertig. Wir haben hier unten nichts mehr. Oha, was für eine Sicht. Und was für eine Farbe. Okay. Das wäre die Sicht gewesen, die oben bei einem Gebäude war. Oh Gott, der Giga, wie groß. Komfort von 90%. Gäste? Hallo? Ich hab's. Ich hab's. Oh, ich hab's geschafft. Ich wollte gerade noch was hinbauen, aber ich hab's geschafft. Oh mein Gott, was eine Qual. 3 Stunden und die Mission ist abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt zu sagen haben. Weil es kommt ja... Stimmt, danach kommt gar keine Geschichte mehr. Wir haben es geschafft. Ja, pass auf, da gucken wir uns ganz kurz mal den Rex gegen Dings an. Ey, der Rex hat aber eine echt coole Farbe. Und das Gute ist, er guckt schon zum Indominus Rex hoch. Eieiei, er ist schon scharf auf ihn. Denn die beiden werden jetzt kämpfen. Was? Es gibt ein neues Ziel. Ich sende dir jetzt die Infos. Nö, ist fertig. Bam, weg damit. So, ich will doch gucken, wie die jetzt kämpfen. Oh. Also ich würde natürlich sagen, zu 100% der Indominus Rex, weil... Auch Rexy, ich mag dich, aber nicht so sehr wie den Indominus Rex. Der ist halt zu geil. Jupp, bisschen gesoffen, aber gar kein Problem. Oh, jetzt geht's los. Oh, geil. Ja, es beginnt. Warte mal. What? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat einen kurzen Anlauf. Oh. Täusche ich mich hier? Oha! Indominus Rex, du willst doch nicht verlieren, oder? Ich glaube, er wird verlieren. Mua, guck mal, Küsschen. Hä? Er tarnt sich? Ich bin gerade richtig enttäuscht. Schaut euch mal Rexy an. Kaum Verletzungen. Und der Indominus Rex ist halb tot. Aber habt ihr das gesehen? Er hat sofort seine Farbe geändert, wo er abgehauen ist. Hat Angst gehabt. Einer von euch muss sterben. Oder ihr befreit euch, dann seid ihr beide frei. Okay, hat sich auch erledigt. Super, perfekt. Jo, Rexy darf fliehen. Rexy ist für diese Folge der Gewinner. Oder die Gewinnerin. Komm, darfst ja eine Mahlzeit gönnen. Los. Okay, Rexy wird leider kein Mensch etwas zuleide tun, weil Rexy hat gerade einen Fehler. Sie läuft langsam, läuft dann wieder schnell, bleibt dann stehen und immer so weiter. Guckt. Dann zack. So, das macht sie jetzt die ganze Zeit. Dann bam. Jetzt geht sie wieder schön lässig. Jetzt rennt sie wieder schneller. Jetzt wieder langsam, jetzt wieder schneller. Und das macht sie die ganze Zeit. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's von Jurassic World. Die Chaos-Theorie. In der nächsten Folge kommt die Chaos-Theorie von Jurassic World
2. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Ich denke mal, wir werden den Indoraptor sehen. Aber ja, ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.